Ja, da wird's ja mega böse. Also ein bisschen. Ja, ich verstehe nicht warum. Weil, wenn ich setze mich jetzt mal hin, ich versuche das zu verstehen, ne? Ich setze mich jetzt mal hin. Da, und denk mal nach. Oder geh schlafen. Auf jeden Fall denke ich einfach mal drüber nach. Und stell mir vor, ich bin jetzt jemand, der ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommt. Ganz viele. Ne, wir nehmen YouTube-Kommentare einfach mal und machen daraus WhatsApp-Nachrichten. So sieht echt schon gut aus. Und dann kriege ich nicht nur ganz viele, sondern ich kriege unheimlich viele Beleidigungen. Und wirklich böse Beleidigungen. Würdet ihr das toll finden, wenn euer WhatsApp einfach voll damit ist, wie Leute euch runterputzen? Wie Leute einfach unheimlich gemein zu euch sind? Würdet ihr das toll finden? Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch klar. Das würde ja niemand toll finden. Aber warum macht man es dann einfach, ist die Frage. Die Antwort ist ganz einfach. Ich sitze vorm Bildschirm. Derjenige ist ja nicht gegenüber. Ich gucke ja nicht jemanden ins Gesicht. Es ist ganz weit weg. Das ist die Antwort. Und da denke ich mir dann so, wow. Da hat man ja echt wieder weit gedacht. Da ist man Brain AFK. Hier, guck mal, hier entstehen keine Drowner, weil das halt das, der erste Teil des Aquatic-Updates ist. Wir spielen hier keine Experimental-Version, sonst würde das auch oben in der Bildschirmmitte stehen. Wir spielen eine volle Version. Und das mache ich mit Absicht, weil ich vermeiden möchte, dass irgendwann vielleicht mal Probleme durch Updates entstehen oder so. Dann spielen wir nachher eine Beta-Version und dann können wir die Welt nicht weiter nutzen. Dann müssten wir wieder von vorne anfangen und das möchte ich halt vermeiden. Deswegen spielen wir nur in Anführungszeichen den ersten offiziell releaseden Teil des Aquatic-Updates. Was ein Baum. Eigentlich müssten wir den stehen lassen für den Teich. Ich meine, wir können den Kleinen hier abreißen, aber der muss doch bleiben. So, also so im Allgemeinen hat man einfach das Gefühl, dass das Denken immer weniger wird. Dass man immer weniger Lust hat, selber zu denken. Und dafür habe ich halt echt kein Verständnis, weil das ist das Wertvollste, was du hast. Und es interessiert dich einfach null. Also jetzt nicht dich unbedingt, ne? Ich meine so den Menschen im Allgemeinen, der halt sowas praktiziert. Vor allem auch dieses Rumschreien ohne jegliches Wissen. Zu der letzten Aquatikfolge, vorletzten kann der mit dem Schiffswrack im Eisbiom, habe ich ganz, ganz viele eigentlich böse Kommentare bekommen, weil wir haben ja eine Schatzkarte gefunden und es war dieselbe Truhe. War dieselbe Truhe von der anderen Schatzkarte. Und es war unheimlich viel Hass dabei. Wie. Ich piep es mal weg, ne? Wie piep, 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 piep bist du eigentlich? Das ist doch die Schatztruhe, du. Piep, 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 piep. Ja, und dann kann man sich nur noch an den Kopf fassen. Weil, warum zum Teufel? Wir waren bei dieser Truhe ja schon. Ne? Wir wissen ja schon, dass das die Truhe ist. Und der neue Zuschauer, der in diese Folge reinkam, der wusste das wohl offensichtlich nicht. Sonst hätte er ja gar nicht diese Aussage getätigt. Aber wir haben mal rumgebrüllt und rumbeleidigt. Wow. Super Leistung. Und das bringt jetzt wem was? Ich habe keine Ahnung, aber Hauptsache, ja. Zum Glück bin ich alt genug und denke mir einfach nur Tschö mit Ö und drücke gebannt.
Weil letzten Endes muss man immer noch ehrlich sein und sagen, ist das zwar unser Kanal, aber ich habe die Macht darüber. Und ich möchte diese Macht so wenig wie möglich ausnutzen müssen, aber manchmal komme ich nicht drum herum. Ganz einfach. So, jetzt haben wir hier nämlich so eine kleine Beach Area abgesteckt. Finde ich eigentlich voll gut. Yeah, Beach Area, Alter. Okay, wir brauchen mehr Holz. Wir müssen mal Holz sammeln gehen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne? Das ist nämlich so ein bisschen... Das macht einen auch so ein bisschen traurig, ne? Es lässt einen so ein bisschen an der menschlichen Vernunft zweifeln. So, ja, den Baum, den lassen wir jetzt, haben wir gesagt, ne? Der passt hier so mega gut an den Teich. Deswegen lassen wir den. Schups, schups. Vielleicht müssen wir so eine richtige Baumplantage machen gehen. Dafür brauchen wir aber mehr Setzlinge, ne? Warte, sind vielleicht noch da hinten Setzlinge? Oder sind die schon despawned? Wir hatten ja da hinten ein paar Bäume gefällt. Gucken wir mal schnell. So. Wo war das denn? War hier irgendwo, ne? Oder? Hier haben wir einen Baum gefällt. Nee, das ist alles schon despawned. Das ist schon zu lange her. Okidoki. It's a jokey. Nein, aber das ist halt... Naja, wir sollten vielleicht Thema wechseln, ne? Weil sonst hängen wir da morgen früh noch bei dem Thema. Ich mach den mal gerade weg. Der ist nämlich so nah unter dem hier. Warum auch immer mit der Schaufel. Yeah, Setzling. Mal hier mal ein Baum. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Ja. Nee, aber lassen wir uns davon nicht ärgern. Das wird einfach weggebannt und gut ist. Und dann machen wir hier jetzt schön für uns weiter. Das finde ich eigentlich echt cool. Ich würde das gerne durchziehen hier. Aber da soll ja später mal eine zweite Etage drauf. Deswegen lohnt sich das nicht so wirklich. So, hier soll zum Beispiel... Slab raus. Und Slab raus. Und dann soll hier am liebsten so... Man so eine kleine Trennung hat, ne? Und hier dann auch nochmal so eine kleine Trennung zur Treppe. Ist ja ein bisschen massiv an der Tür, aber ne, es ist okay. Ist okay, kann man machen. Finde ich okay. Völlig in Ordnung. Ich überlege gerade, ob wir da irgendwie noch was drauf machen oder so. Gucken wir mal. Aber wir könnten Druckplatten gebrauchen, ne? War das nicht so? Holz? Aber vielleicht lieber Stein, weil... Ach, dafür brauchen wir ja glatten Stein, ne? Müssen wir gerade mal... Ein paar Steine brutzeln. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Weil wir brauchen hier 2 und da 2. Jo. Okay. Eigentlich schon schön. So mit der Vorstellung, die ich habe und so, ist das schon ganz gut. Wir brauchen nur so ein bisschen dunkleres Holz noch, ne? So ein bisschen Difference schaffen. Oh, da sind noch Setzlinge. Holen wir die mal. Nö, wir lassen uns davon einfach nicht ärgern und bin ja auch schon ein großer Junge und kann einfach das hinter mich lassen. Von daher ist schon gut. Aber grundsätzlich muss ich natürlich sagen, bin ich mega zufrieden. Also, ich kann mich nicht beschweren. Es gibt sehr, sehr viele konstruktive sehr, sehr viele gute konstruktive Kommentare. Kritik nehme ich auch mal gerne an, wird auch gern genutzt. Und im Allgemeinen ist es eine sehr, sehr liebe Community. Und da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf. So, weil das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur so... Ich bin im Prinzip nur der Geber, ne? Der Raumgeber. Also die Videos und den Chat und so weiter. Der halt wirklich hier einfach nur für die Möglichkeit des Austausches sorgt.
Und deswegen bin ich genauso ein Teil wie ihr auch. Und wir müssen alle so ein bisschen dazu beitragen, dass das gut läuft. Warum kann ich denn da jetzt keine Slab drunter machen? Macht doch gar keinen Sinn. Ist doch... Ach, so rum geht, aber jetzt drunter... Ach du Kacke. Okay. Ja, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, ne? Ist ja Windows 10 Edition. Ediciones. So. Oh, es wird dunkel. Ich wollte aber noch einen Eimer machen und Fische fangen. Machen wir das doch mal. Tschup, tschup, tschup. Eimer. Dann holen wir uns mal einen Fisch. Kamerade. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. So. Dann gehen wir schlafen und dann machen wir... Wollen wir morgen mal vielleicht ein, zwei Fische für den Teich. So. Aber also grundsätzlich bin ich mega zufrieden. Komm her, komm her. Komm her. Put, 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 put. Yeah, Clownfisch im Tank. Clownfisch im Tank. Clownfisch im Tank, im Tank. Der Fisch, der ist im Tank. Jetzt können wir den hier reinhauen. Geht das? Yeah! Ach, wie cool. Mega cool. Wir müssen noch ein paar Fische... Oh, guck mal. Oh, 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 oh. Wir müssen noch ein paar Fische da reinwerfen. Der kleine Meeresbiologe. Sammel einen Fisch in einem Eimer. Ja, gut, wenn mich das zum Meeresbiologen macht, dann ist es ja easy, einen guten Job zu kriegen. Ich gehe sofort raus mit einem Eimer, fange irgendeinen Fisch im Tümpel um die Ecke und dann bin ich Meeresbiologe. Läuft bei mir. So, aber bitte nicht nachmachen, weil dann gibt es zu viele Meeresbiologen. Nee, nee, ich will nicht nur Wasser, ich will den Fisch noch. Krieg ich den noch so da rein? Nee, doch. Oh. Yeah, wieder Fisch im Eimer. So, mal hier durch. Ups. Yay, du bist nicht mehr alleine. Juhu. Okay, wir brauchen vielleicht noch zwei, drei Eimer, sonst dauert das zu lange. Machen wir mal schnell. Auch wenn wir das Eisen eigentlich nicht verschwenden sollten für sowas, aber gut. Machen wir mal so. Drei Eimer, yeah. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Ich brauche gleich Luft, jetzt komm mal her. Oh. Puh, den haben wir schon mal. Kann ich den mitnehmen? Aber der ist zu fett, oder? Alter, der passt doch gar nicht in den Eimer. Das ist doch Tierquälerei. Boah, cool, was ist das denn hier? Da bin ich schon mal durchgeschwommen, ne? Ich glaube schon. So, wo ist der dritte Eimer? Da. Oder wir machen nur die da rein. Aber noch mal meinen Eimer hier. Aua. Jetzt sollte ich ein bisschen mehr aufpassen. Nee, warte mal. Ich glaube, den großen lasse ich wieder frei, weil das ist wirklich so ein... Der ist zu groß für unseren Teich. Das würde mir auch ein bisschen leid tun. Der braucht ja auch seinen Schwarm und so. Guck mal hier, der ist doch schön... Den holen wir uns jetzt. Ne, 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 ne. Zack. Ey. Ne, 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 ne. Komm her, komm her, komm her. Hey, ich klick den. Ich hab den voll getroffen. Wo ist der hin? Dann nehmen wir den hier. Der ist auch süß. Oh. Egal. Ja. Ja, der war ziemlich easy, ne? Quadratisch, praktisch, fett. Hast du gesagt, der ist fett? Ja, der ist ja auch dick. Hallo. Danke. Das ist ein bisschen fummelig manchmal. Jo. Oh, schon wieder Bäume gewachsen. So. Fischi rein und Fischi rein. Und Fischi rein. Noch voll groß.
Aber der vergiftet jetzt nicht die anderen Fische, oder? Nee, es würde keinen Sinn machen, sonst wäre das der Ozean irgendwann leer. Der wird gleich wieder klein, glaube ich. Ups. Einmal hier rüber, bevor der uns anpiekst. Ja, schön. Haben wir schon mal ein paar Fischis da drin, ne? Den können wir auch schon wieder fällen. Ach ja. Ja. Ich glaube. Die Musik. Da, da, da. Da, 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 da. Ba ba da ba ba. Shibidu wa ba ba da ba. Shibidu da 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 da. Ich hab da eine Idee. So. Lars hat Ideen, das kann nicht gut werden. Ist die echt weg? Na gut, hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Türen. So. Slaps. So. So, so, so. Dann machen wir die Tür hier hin. Ba, ba, boop, ba, 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 boop, ba, ba. So. Hier kommt wieder so einer hin. Und hier wieder so. Dann machen wir hier nämlich so eine Art Carport, ne? So eine kleine Überdachung, wo man dann links und rechts hier an seinen Private Beach gehen kann. Und geradeaus machen wir noch so einen Steg, wo man dann ein, zwei Bötchen hat geparkt. Okay, wir müssen eigentlich warten, bis sie alle gewachsen sind. Da müssen wir eine ordentliche Baumfarm machen und so. Hier ist natürlich das Loch. Wow, ja, sehr schlau. Oh mein Gott, das für eine Musik! Ich würde sagen, wir machen dann hier mal Schluss für die heutige Aufnahmesession. Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das ähnlich seht mit den YouTube-Kommentaren und Internetnutzung im Allgemeinen. Ich sage tschö mit Ö und bis dahin.